Und damit heiße ich herzlich willkommen zu Ghost 1.0, ein Metroidvania von dem Macher von Unepic. Die Spiel hatten wir auf YouTube gespielt gehabt und ich war sehr von dem Spiel angetan. Das Spiel lebte so ein bisschen, zugeben, von diesem Nerd- und Reference-Humor, war aber auch gleichzeitig einfach ein richtig gutes Spiel, das einem ermöglicht hatte, sehr viele unterschiedliche Arten von Skills oder Builds zu haben. Und da bin ich persönlich jetzt gespannt, was hier auf uns zukommt. Wir haben, wie man es vielleicht schon so ein bisschen an dem Logo sieht, ein bisschen mehr auf futuristisch ausgelegtes Spiel. Aber vom Stil scheint es so ein bisschen gleich zu bleiben, dass es ein 2D-Spiel ist. Und ich habe Leute gehört, die sagen, dass es einer der besseren Metroidvania-Spiele sei, die man auf dem Markt bekommt. Es gab nur einen negativen Punkt, den ich gelesen habe. Und da bin ich gespannt, ob das wirklich so negativ bei uns Auswirkungen haben wird. Ich gehe mal zum gewissen Grad davon aus, weil ich nicht unbedingt immer 100% der beste Spieler bin. Aber wir gucken uns das Ganze einfach mal schnell an. Ich hoffe, die Lautstärke ist soweit in Ordnung. Zumindest OBS hat diesbezüglich nichts zu meckern. Die einzige Sache, die mir persönlich so ein bisschen missfallen hat, man kann hier die Auflösung noch anpassen und auch Windowed-Mode sagen mit Borderless-Window. Jedoch, als ich das versucht hatte, muss man A, das Spiel immer neu starten und B, als ich versucht habe, ist immer die Taskleiste vorne geblieben. Dementsprechend konnte man das so nicht machen. TV-Mode? Ah, okay. Das macht es einfach nur größer. Ich hoffe, das hat jetzt keine Auswirkung auf die Aufnahme oder ähnliches. Und ja, Sound ähnliches, dann werden wir mal live gucken müssen, wie das Ganze aussieht. Ansonsten, Subtitles in Alarms. Ich weiß, dass es irgendwelche Alarmsituationen gibt, dementsprechend, ich mach's mal an. Ansonsten, Entercode, bitte fragt mich nicht. Languages, da gibt es so einige Sachen, aber ich persönlich, wie immer, habe das Ganze eher auf Englisch gerne. Obwohl der Entwickler, glaube ich, aus Spanien kommt. Der Schattenmann sagt, hier wirkt angenehm im Hintergrund. Schauen wir mal im Spiel. Also, ja, für die Szene, die hier rein zum Quatschen gedacht ist, ist er ganz nett. Aber im Spiel muss es nicht unbedingt sein. Da hatte ich ganz kurz vorher in den Begrüßung darüber geredet, wie Leute hingehen und den Chat dabei haben und das Spiel dabei kleiner gemacht wird. Ja, Spiele, die nicht vernünftig über die Taskleiste gehen. Ja, meine gerne oben. Stimmt, da hatte ich einen Screenshot von dir kürzlich gesehen gehabt. Ich habe meine gerne oben. Da haben die noch mehr Spieleprobleme mit. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay, let's go. Choose a name for your game. Choose wisely, can't be changed later, whatever. Oi, ich kann nicht den. Kann ich hingehen und das C groß machen. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich kann nicht mit der Maus agieren. So, was haben wir denn? Den Survival Mode. A roguelike experience with a which rewards skillful play and survival with a greater challenge and huge variety of items. Story progress auto saves every room and deaths. Player receives item randomly every life. Difficulty increases the longer you survive and on death lose all weapons and power-ups. Das wirkt irgendwie nicht so wirklich passend für dieses Spiel. Weißt du, wie gesagt, eher so ein Metroidvania ist. Und dann zu hören, dass wir zwar die Story so voranschreiten. Ich meine, einerseits ist es eine ganz interessante Idee, wenn man wirklich sagt, man hat wie bei Unepic vielleicht viele unterschiedliche Arten von Skill-Trees oder Skill-Arten, die man aufbauen könnte. So könnte man vieles auf einmal sehen, aber ich denke, und da gucken wir einfach mal, a casual experience, focus on becoming more powerful throughout the game by farming items. Story progress auto saves every room and death. Player chooses which item to purchase. Und difficulty increases gradually over time and on death lose unsaved items. Ja, es klingt zwar jetzt hier ein bisschen fies, weil es mehr mit casual in Verbindung gebracht wird, aber ich finde, dass der Survival-Modus eher unpassend wirkt dafür. Wenn man einfach nur an andere Metroidvania sich zurückerinnert und dann hört, dass man Sachen verlieren kann. Das könnte eher nervig sein. Oh, okay. Dann haben wir ebenfalls noch den Difficulty-Modus. Ich glaube, ich werde. Hier kann ich jetzt zum Beispiel. Okay, ich kann mit WSAD hier arbeiten. Oder WS nur in dem Fall. Wir haben Easy for Beginner with a little experience in Action RPGs and Platform Games. Mission require less items. Fewer enemies and easier bosses. Nah. For average player familiar with Metroidvania-style games, mission require a few less items. And only for experienced gamers, if you already finished the game in medium, ist für hard gedacht. Okay, medium ist für mich immer persönlich sehr angenehm. Das klingt immer so ein bisschen so, wie die Spiele in den meisten Fällen designt worden sind. Und bei den anderen Sachen werden dann eher die Sachen nach oben oder nach unten geregelt. Ghost, do you hear me? Loud and clear. Coming up to the security checkpoint. We're going
time to halt communications until you reach your destination. Enjoy the ride. And the new star product of the giant Nakamura Corporation has become a revolution in artificial intelligence. We are talking about the Naka, a new robot that has become the perfect housekeeper in millions of homes around the world. It imitates human behavior so well that it can understand, learn, and do anything. Those fools are playing God. They have no idea what they're doing. They constructed a whole new intelligent race. Artificial beings who can think like us, have their own desires, and make their own decisions, but without human limitations. Do you know what this means? I know. The potential of this new intelligence is infinite. And it must be ours. Ghost, we will sneak you into the Nakamura space station in an inconspicuous storage container. Once inside, your mission is to find the space station's core and copy Nakamura's primary artificial intelligence algorithms. We will be in constant communication to assist you when needed. Nakamura's inner defenses will be active, so be ready to face heavy resistance. We only have one chance. Do not fail us. Ghost, Operations Chief here. You should already be inside. Switch on your camera hack system. Press up. Alarms disabled and no contacts nearby. It's clear. And annoyed. Our IT team is trying to open that vertical door. We will need some time. Ghost, Boogan here. I provided you with a discharge gun. It has capacitors which hold a maximum of 32 rounds at a time. They're always recharging, so ammo will always only be a few seconds away. Unlimited ammo, huh? Let's take this toy for a spin. While you're busy with that door, I'll have fun testing this beauty on some crates. Alrighto. Destroy all crates. Move the mouse to aim, click to shoot. Okay, da kann man nicht einfach so... Man kann zwar durchspringen, aber nicht durchschießen. Distanz ist auch ordentlich. Und das Wichtige ist, wir sehen hier unten, wie viel Schuss unsere Waffe noch hat. Und das ist wirklich gut, dass wir schießen und gleichzeitig neu aufladen können. Door opened. Does the word stealth mean anything to you? You said the alarms were down. Was I making a lot of noise? Yes. Maybe a little too much. From now on, please only use force when strictly necessary. One last thing, Ghost. For security reasons, all future comms should start with the code name Houston. Acknowledged. Alright, auf jeden Fall, die Menschen haben also die Geth erschaffen. Sehen ein bisschen menschlicher aus, so wie vermutlich wir. Die große Frage, was wir im Endeffekt dann wiederum darstellen. Und ja, here we go. Bin mal gespannt, wie viel Stealth jetzt hier wirklich angebracht werden soll. Oh, die Tür gar nicht erst wahrgenommen. Okay, da ist also eine Liftmöglichkeit. Erstmal so ein bisschen lernen. Oh cool, man kann geduckt so rollen, aber hier komme ich zum Beispiel auch noch nicht weiter. Aber wir wissen, da ist jemand. Das Rollen ist lustig. So, ich gehe davon aus, wir sollen eine Theorie da weiter nach oben, aber ich will natürlich trotzdem erstmal prüfen.
Oh boy. Houston, I see a lot of robots moving crates across an overhead bridge. Those could be supplies moving in and out of Nakamura. Ghost, find a way into that corridor. Quietly, if you don't mind. Roger. Okay, find a path to the upper level, ohne dabei wild herumzuballern. Looks like a sentry ahead. Houston wants stealth? I'll show him stealth. Okay, Ghost. Keep out of sight. Aha, keep out of sight. You can fall from platforms by pressing space when crouched. Okay, das ist eine interessante Idee. Der Kollege läuft aber auch nicht unbedingt weit, wenn man ehrlich ist. Aber machbar ist es. Keine Ahnung, ob ich das wirklich hier brauche, aber sicher als... Oh cool, der läuft jetzt auch noch hier rüber, weißt du was? Jetzt lasse ich ihn kurz. Houston, I have utilized stealth as per your request. This room isn't even on the alarm grid. You could have just shot. Super. Das war ich übrigens nicht, der geschossen hat. Was wirklich wichtig ist, man muss erstmal so ein bisschen stehen bleiben, bevor man den Lift nutzen darf. Houston, we have a problem. This panel says it requires security clearance blue. We already have our team working on it. It should be opening now. That's not opening. Nice one. Ghost, our IT team seems to have encountered a problem. Could you investigate the area? Ja, die Houston-Sache ist wirklich nur wegen der Sache da drin. Tja, da kommen wir aber jetzt erstmal nicht so schnell wieder hoch. Taschenlampe ist aber geil. Irgendwie cool. Eine Kleinigkeit. Das sieht nicht gut aus hier. Aber der einzige Weg. Houston, I'm in front of a strange device. Look, they have a 3D printer. If we can scan the model of our robot, we could print from there. You mean we could create more robots if Ghosts gets destroyed? That's it, man. Jesus, it's like having infinite lives. Houston, are you there? Sorry, Ghost. Operations Chief here. Access the far terminal for us. Acknowledged. Okay, damit wird erklärt, wie wir im Endeffekt hier... I'm in front of the terminal. Instructions? Connect the transmission device to the console. I'm on it. Device connected. Can you access it? Bingo! Link has been established. All right, Ghost. This printer will allow us to create a new robot for you should your current one be destroyed. Place yourself on the printer. We're going to scan you. Acknowledged. Wie man wieder ins Spiel kommt, wenn man zerstört wird. Scan and repair. Scan finished. We can continue. Yeah, Houston, I've walked 2 feet in the instructions. If you are destroyed, a new robot will be printed. Ghost, operations chief here. We're diverting resources to opening the next door. Please stand by. Man, why do you say operations chief? And what's up with the voice modulator? To make her comfortable. She's used to large operations with established companies. If she finds out it's just us two, it may make teamwork more... complicated. I don't know, man. You're making it plenty complicated already. We're paying for her services, right? That fact alone should be enough for her to work with us. Trust me, Boogan. Appearances are very important. Do you two realize that you've left your comm lines open? Hello. You've reached the voice mailbox of Operations Chief. Please leave your message after the beep.
You don't have to pretend you're some sort of secret organization. Beep. Hello, this is Ghost. Victor told me you're two geeks with money who hired my services. Am I right, Operations Chief? Or should I say, Jacker? Bloody Victor! She caught you! Victor and I are going to have a serious talk later. Proceed, Ghost. The door is now accessible. Alright. Na, ein bisschen Smalltalk, nachdem wir vorher schon ein bisschen Smalltalk hatten. Warum schießt ihr auf eure eigenen Kollegen? The defense turrets just shot two of their own. Maybe because of a certain power outage. Don't know what you're talking about. Feel free to open fire. Einfach gesagt, wow, okay. Die Dinge haben sich leichter hier wieder rausbefreit als erwartet. Vor allem, weil ich gefühlt bei Weitem früher aufpassen muss. Wenn man sieht zum Beispiel hier, ich treffe die kaum. Ha, okay, C ist nicht ducken. Ha, interessant, man kann auch STRG drücken, um sofort so eine Rolle hinzulegen. Okay, ist wirklich cleverer, einfach hier reinzurennen. So viel Geschoss haben die da nicht auf einmal. Oh boy. Irgendwie hatte ich aus irgendeinem Grund gedacht, ach, jetzt passiert schon nichts mehr. Wurde getroffen. Wie viel HP ich hatte da oben? 288 von 300. Irgendwas wichtig ist, springen und so weiter. Führt dazu, dass man ungenauer ist. Oh wow, what? No. Das ist natürlich auch interessant, dass die anfangen, Sachen auch wieder zu reparieren. Die kommen immer wieder raus. Eine große Frage, warum das so ist. Ha. Okay, wenn die erstmal ihre drei Schuss abgesetzt haben, haben die eigentlich kaum was zu lachen danach mehr. Ja, testen wir mal hier die oben ersten beiden. Ghost, can you read me? We can't see into that room. What's happening? There's something suspicious in here. It looks like... What? What is it? Just a box. Just a box, eh? Oh, it really is just a box. Okay, immer noch Räume, die wir nicht einfach rein dürfen. Und mich frage, ob die man irgendwann geöffnet werden können. Konnte man das in... Oh boy. Konnte man das in der Vergangenheit auch schon machen? Weil wir hatten definitiv... Okay, da kann ich nicht einfach so durchballern. Houston, I'm busy. Interessant ist... All right. What were you saying? Three androids being dropped on your position. Oh. Thanks for the heads up. Ich will natürlich mal sehen, ob die jetzt wirklich hier wieder repariert werden. Ich meine, hier entweder respawnen die, aber... interessant. So, wir haben irgendwas bekommen. Da wird auch irgendwie nicht weiter angemerkt, was es war. Achso, Munition. Alles klar. Interessanterweise zum Beispiel an den komme ich nie einfach vorbei. Immer auch eher selten. Wow, she really pissed them off. Yeah, but she's handling it. You think she's... Comm lines. Oh, whoops. Okay,
Ne, auf die da unten muss ich ganz kurz aufpassen. Die werden schneller problematisch als die großen Kiddies hier. Weiß nicht, wie knapp es ist, sich zu zerstören, weil es kostet immerhin doch Munition. Die man erstmal wieder aufladen muss. Wow, 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 wow. Okay, die mit Schüssen sind schon so ein bisschen gefährlicher. Vermutlich muss ich sicherstellen, dass du sie kaputt machst und lernst, dass HP drin sein könnte. Ja. Im Nachhinein ja, aber... Ich muss ganz ehrlich zugeben, gleichzeitig habe ich auch nicht wieder Lust, konstant irgendwelche Kissen zu zerstören. Aber vielleicht haben wir später irgendwie eine Waffe, die das einfacher einmachen lässt. Ha, und der ist auf uns zugerannt. Jetzt gäbe es keinen Morgen. Oh, great. Oh, great. Okay, ich gehe mal davon aus, dass die hier hochkommen, genau. Deswegen muss ich aufpassen, dass sie mich gerade eben nicht einfach hier überraschen. Und ich bin mal so frei, werde ich dann nicht irgendwie anfangen auf... Houston, that box had a strange cube. Shall I pick it up? Ghost, hold on while we scan it. Do you know what it is? This is fascinating. It's energy in cube form that can be absorbed and collected within the chassis. Did she just find Energon? Funny. No, not Energon. Man, not sure what it's used for up there. When in doubt, follow RPG rules. Pick up everything because you'll need it later. Oh, not again, please. Jacker, this is real life, not a game. What's the difference, Dr. Falcon? Collect them as you see them. We'll find out their purpose later, Ghost. Acknowledged. Okay, damit haben wir unseren ersten von den Dingern. Und gleich auf 21 hoch. Alright. Da hat man wohl sagen, oh, jetzt kommen wir auf 2 und 3, ne? Houston, we have another complication. I see the door from here. Sit tight while I hack into the relevant node. How long is it going to take? I don't know. Go for a walk or something. Take a walk? Sure, I'll do that. Press R to take a walk. There we go. Let's see if that robot I saw is smart enough to control. Huh. Cool. Ugh, let's get this over with. Where's that panel? That's natürlich eine coole Idee. Time to head back. What the hell? The door is open. Heading through. Man, Ghost, what was that? I was instructed to take a walk. So I did. You're not gonna explain what that was? Nope. Trade secret. So. Und damit machen wir den natürlich auch noch gleich kaputt. So, meine große Frage ist jetzt natürlich, nachdem wir gelernt haben, dass da was konstant drin sein kann, gerade auch jetzt diese QBs, ob man jetzt hier wirklich alles konstant kaputt machen sollte. Nein, aber nicht. Houston, requesting controls to an immobile lift. Sure thing. Seems like there's a control room past the gap. Can you confirm? Let me take a look. Hold shift while moving the mouse to look further in that direction. Confirmation on the room's location and the presence of one robot. All right. I'll work on getting into that system. Don't worry. I'll be back. Wie, du kannst auch noch hold shift while moving the mouse to look further in that direction. Achso, das war immer noch fest. Okay, wir können ja einfach mit ihr auch noch fliegen. Huh. Das war auf den ersten Blick nicht der Fall. Oh, vielleicht habe ich es einfach nicht richtig getestet. Kann natürlich auch sein. Now what? Kann nicht wirklich viel machen. Hier ist diese blaue Aura, aber weiß nicht, was ich damit machen soll.
It goes from right-click mouse to return to your main robot from anywhere. Cool, aber... Achso, sollte der jetzt stehen bleiben? Achso, der ist da runtergefahren, glaube ich. Das hat nicht funktioniert. Warum hat das jetzt... Er hat sich davon relativ schnell wieder wegbewegt. Vielleicht muss ich das wirklich machen, während ich hier drin bin. No. Das ist wieder so eine gewisse Sekunde. Warum auch immer er sich zum Beispiel jetzt davon nicht wieder wegbewegt. Hey, boys. Hacking going well. You can't just drop an Arnold Schwarzenegger oldie quote and... Good job, Ghost. Fantastic work. No, this is ridiculous. I can't... Go on, Ghost. I think Jacker is having a moment. Beim ersten Mal hat er sich zurückbewegt. Okay, here we go again. Ja, weil hier nämlich wieder Sachen drin sind. Und zwar einige sogar. Sogar auch einige Repair-Kits. Wie viel Schaden haben die erwartet, ich hier nehme? I don't know. Having overkill. Take a while to hack. Are you able to walk down to the level below? Sure. Not that I'd like it. Looks like there's a switch below, and the guards near it have laser weapons. Sounds like fun. Walk initiated. Okay, gucken wir mal. Keep your senses open. The intruder could be here. Oh boy, okay. Okay, also die Idee ist im Endeffekt einfach all die Konkurrenz auszuschalten. Vor allem haben deren Laserwaffen unten die Schuss. Ich meine, macht die jetzt trotzdem hier kaputt. Okay, runterschießen ist nicht drin. Ha. Ach, da werden neue gespawnt, weil man ja die Möglichkeit hätte, das zu versaubeuteln. Einfach mal alle Sachen benutzen. So, hier waren wir. Das ist, glaube ich, der Speicherpunkt. Problem ist nur, dass ich da nicht hochkomme. Oh oh. Houston, I see a console. Several sensors are detectable around it. Don't trigger those sensors! Shoot. I think those are in a closed system. Ghost, can you... Trigger the sensors? Shoot? Roger, roger. Ich hab nicht das Gefühl, dass das clever ist, aber hey. Automatic defense procedure initiated. Initiated. Oh mein Gott, Waifus! Oh boy. Okay, Achtung, Achtung. Little bit longer. Ja, ja. Gibt genug hier diese extra Cubes. Oh cool, die hat eine extra Animation, wenn sie läuft und nach hinten schießt. Oh, great. Survival. Okay. Oh, cool. Zeug, von dem wir immer noch nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Each room has its own level of alarm. The higher the level is, the more defense Nakamura will use. Okay, dieser Raum hat zwei, gehe ich mal von aus, dass es... Hier wiederum Level 1, okay. Dann könnt ihr es ja lustig machen.
Natürlich guckt ihr euch gerade beide an. Jetzt nicht mehr. Na gut. Okay, einfach nur dort stehen ist ein bisschen kostspielig. Blue card grants access to zones that require a blue access card. Nice. Found the blue security card. Good job, Ghost. Proceed ahead. Okay, hier sind die jetzt nicht respawned. Mal sehen, wie das aussieht, wenn man dann speichert oder ähnliches. Okay, jetzt haben wir einmal den Loop gemacht. So, Level 2 könnte man hier antreffen. Und so wie das Ganze hier aussieht, kommen wir auch daran nicht vorbei. Einzige Frage wäre, ob man hier sowas machen könnte, nur mal zu erwarten. Okay, Achtung, die Viecher können einen zum Teil auch treffen. Nur weil man an denen vorbeiläuft. Nachvollziehbar, aber trotzdem. Oh, what is this? Meine große Frage ist natürlich, ob jeder dieser Räume. Oh, ich wusste gar nicht, dass da oben Einbindung ist. Oh, und ich habe keinen Schuss mehr. Ob jeder dieser Raum halt eine gewisse Anzahl an Sachen hat, die man automatisch besiegen muss. Zumindest so, wenn man die Turrets sieht, könnte man das erahnen. Open Sesame. Ja, okay. Definitiv. Alarm deactivated. So, ich krieg jedes Mal ein Archiv mit dafür. Das Alarmlevel 2 abgeschossen zu haben. So, und jetzt haben wir endlich die andere Ecke erreicht. Da unten haben wir gestartet. So, good pupil. Complete the tutorial zone. Okay. Spaß ist scheinbar vorbei. Jetzt wird's ernst. Dragon Whelp. What now? Items. Items can be used during the game. They can be reached in some shops to use them again. To use them, click their icon in the inventory. Creature that follows you only can only exist if you have an epic in your Steam library. Yeah. Coolio. So, und der hat da ein Unendlich-Symbol mit am Start. Und frage, ob der wirklich auch für Unendlich dann an unserer Seite ist. Houston, the icon in the gate seems to indicate another 3D printer. That's good news. Enter and unlock it, so we can continue from here if your body is destroyed. Acknowledged. Ghost, Boogan here. Best if you could scan yourself again. You picked up new stuff, and it would be nice to have them next time your body is printed. Understood. I'll try to scan myself anytime I have new items. Wouldn't want to lose anything important. But what if I get destroyed before I can scan all the cool weapons or power-ups I've found?
try checking the wreckage of your last body, I suppose. You might be able to recover something. Okay, damit wurde auch erklärt, wie das funktioniert. Eine Art Dark Souls-ähnliche Herangehensweise. Nur hier halt wirklich für Power-Ups. Houston, there are multiple paths. Which way do you want me to go? I don't know. We don't have a map. Just choose a direction. That's reassuring. No guidance from my operations chief. You don't need guidance. Just choose the fanciest hallway or something. You mean select randomly? Yes. We'll be the first ones to map the Nakamura space station. Okay, und obwohl wir den Tutorial-Bereich verlassen haben, press M to see the map. Und das ist also jetzt der offizielle Startbereich, ey. Alles klar. Von nun an können wir Metroidvania-mäßig so ein bisschen mehr uns umgucken. Explore the Space Station. Can do. So, ein Alarm. Level 1 ist hier eh nur, von daher geht das in Ordnung. Ich meine, warum sollte ich auch das Ganze? Der macht mehr Schaden als ich. Das ist natürlich beeindruckend. Au, i. Oh, wir haben jetzt neue Farben dazu bekommen. Von was nehme ich hier gerade konstant Schaden? Das F? War das irgendwas, was die gelbe Waifu da hinbekommen hat? Interessant, da wird trotzdem der Alarm deaktiviert, obwohl wir noch nicht alle besiegt haben. Aber vielleicht ist da doch eine gewisse Zeit damit dahinter. Und nicht nur, wann wir den besiegen. Aber auch beeindruckend am Laufen gewesen, den ersten Schuss abgegeben, das zerstört. Und dadurch, dass das Fahnenkreuz dann aber mal so groß war, der Blumen, konnte ich den zweiten schon gar nicht mehr treffen. Okay. So, oben oder zur Seite. Wir gucken einfach mal ganz kurz hier. Und dann will ich sehen, okay, die Karte wird jetzt auch wirklich so angezeigt. Ich dachte erst vielleicht, dass der Startpunkt einfach mehrere Bereiche vielleicht einbezieht oder ähnliches. Aber nee, jetzt wird wirklich das Ganze hier aufgelistet. Do you need any help? Not really, thanks anyway. You're welcome. Okay. Okay. Muss ich nur darauf warten, dass der Kollege dann sich jetzt wieder wegbewegt. Und da gehe ich jetzt hin und bewege den selber. Wenn das tut. Oh, und dann könnte man auch einfach den Weg nehmen. Alles klar. Ah, ich war schon gerade am Überlegen, ob das so bleibt mit den ganzen Türen hinter hinten statt an den Seiten. Das wäre etwas verwirrend für Metroidvania. An Epic hatte ja auch nur an manchen Stellen. Ach so, ja. Musste ganz kurz erst überlegen. Ja, bestimmt. Wir sind in den meisten Fällen bisher nur in die Türen gelaufen. Okay, Alarmstufe 2, hier ist nicht viel Spielraum. Und wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber ich hoffe einfach mal, das geht trotzdem in Ordnung. Here they come. Wow, what the? Können die Fat Rolls? Okay, die können Viper Rolls vermutlich. Aber von Anfang an hier den Kollegen zu haben, der mehr Schaden als ich anrichtet, ist beeindruckend. What the? Okay, also das finde ich schon sehr angenehm, dass man hier jetzt mittlerweile schon neue Gegner bekommt und auch neue Ideen.
Klar, die haben wir jetzt alle gesehen, bis auf die Dicken. Aber bisher waren halt die ersten Wellen alle das gleiche immer gewesen. So, was haben wir denn? Survive Alarm 2 without being harmed. Ha, okay. Dachte, das hätten wir schon mal hinbekommen, aber scheinbar nicht. Bin einfach mal so fies. Okay, der eine hinten rennt weg. Dann rennen wir auch mal weg. Nein, ist immer eine richtig gute Idee. Oder speichern. Und gleichzeitig, wenn ich es richtig gesehen habe, gab es eine neue Option, dass wir auch teleportieren uns jetzt nun können. Okay. Das ist natürlich auch gleich ein sehr hilfreiches Feature, falls man da mal irgendwann wieder zurückgehen muss. Auf jeden Fall, ich glaube, eine Sache hatte ich angesprochen, aber dann wurde unterbrochen, da habe ich mich selbst unterbrochen. Wir werden zwar unsere Augen mal so ein bisschen, oh shoot, hi, offen halten. Okay. Keiner von uns beiden hat es geschafft, den für eine lange Zeit zu treffen. Wir werden die Augen nach irgendwelchen Secrets offen halten. Und ob wir das. Ob das Spiel überhaupt welche hat oder ähnliche. Purple Keycard. Okay, ist natürlich so ein bisschen doof, dass man das nicht so einfach sehen kann. Okay, hier wird auch was angezeigt, immerhin. Achso, das hätte 3D. Okay. What now? Da! That's useless. I've been trying to hack the system to find the server room, but it's a no-go. We could just ask someone. Ask who? Google? Siri? Space fairies? Of course not, man. I meant we could just ask a robot for directions. Jesus. That sounds so ridiculous that it just might work. Ghost. Jacker here. Try asking a robot where the server room is. We're asking for directions? We're not losing anything by trying. Copy that. You there! Tell me where the server room is! Now! Help! Alarm! Alarm level 2. Ah, natürlich super funktioniert. I'm beginning to think you're triggering them on purpose. Oh, da ist ein grüner von denen. Ich frag mich nicht, was der Grüne gemacht hat. Vielleicht war der giftig? Und dafür langsamer? Haben wir jetzt aber schneller geregelt, als das Spiel gedacht hatte. Und es ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass Google und Siri hier genannt werden, aber nicht mit Nakamuras AI irgendwie in Verbindung stehen. Oder theoretisch die hätten auch sein können. Okay, what the? Okay. Unser kleiner Drache hier. Fängt schon lustig an, auf die einzuschießen. Ich lasse den einfach mal machen. Und für den nächsten Raum versuchen wir mal zu schießen. Einfach nur um zu gucken, ob die unterschiedlich reagieren, abhängig davon, wer auf die schießt. Alright, sehr gut. Nope, okay. Das sind einfach scheinbar nur Minen. Alles klar. Ghost, those tubes look delicate. Be careful where you aim. Okay. Mit anderen Worten, wir lassen unseren kleinen Roboter hier. Oh shit. Durch ihn auch wieder. Okay, ich kann einfach jederzeit wieder reinziehen. Humans are strange. Yes, humans make illogical decisions. Lucky, we are not humans. Okay, habe ich die damit besiegt? Ich hoffe es. Okay, here we go. Yeah, couldn't avoid that one.
So, die Waifus kommen wieder raus. Eieiei. Ich hatte gedacht, dass ich den schon besiegt hätte. Aber ich habe nicht das Gefühl... Okay, also hier wiederholen sich leider schon relativ zeitnah. Man muss wirklich zugeben, dass der kleine Kollege ein extremer Vorteil ist. Gerade vor allem, weil er, glaube ich, auch schießt, wenn man wegrennt. Nein, wir können das auch logischerweise. No! Stop! Das gleiche geht für den da hinten. Okay, also das Böse ist wirklich, wenn die erstmal mit Schusswaffen kommen. Was auf einmal nicht selbstverständlich ist, denen auszuweichen. Okay, hier ist sonst nichts mehr außer die Tür. Und ein Speicherpunkt. So interessant ist zum Beispiel, dass wir, glaube ich, beim zweiten Mal hier noch mit interagieren mussten, aber beim ersten, jetzt schon nicht mehr. Oh, wir haben wirklich den Loop-De-Loop gemacht. Das erklärt auch einiges. Okay. Ja, stimmt. Okay, jetzt realisiere ich es auch. Wir sind da ursprünglich lang gelaufen. Alles klar. So, hier wird mir gesagt, dass man nach unten kann. Alright, was haben wir wohl? Oh boy. Ja, let's not. Vielleicht noch nicht. Lass mal schnell gucken. Geht zum Beispiel, jetzt ist hier gerade niemand mehr. Angenehm. Gucken wir da diesen Respawn, was wir hier wiederum finden können. Houston, I'm in some sort of supply room? Looks like it. Talk to the robot. Try to get information. And please be very polite. Do not target him with your gun. I'm on it. Uh-huh. Greetings. Welcome to the supply room. I haven't seen you here before. No. You're a new model here in Nakamura. I am a new model here in Nakamura. Oh, finally! Some fresh silica. Is there any technology I can offer? Yeah, sure. The Naka AI algorithm would be nice. I might be short on cash, though. It is good to see that the new models finally include a sense of humor. There is no money in Nakamura. Everything is free. Take whatever you need. Anything? No limit? What's the catch? Well, dispensers need energy cubes to print devices. You can get whatever you like as long as you have the energy cubes for it. Und wie erwartet, energy cubes are used to print power ups and weapons. Pick them up quick. Energy depletes over time. Ha. Das ist natürlich interessant. The precision penalty when moving is halved. The rate of primary gunfire is increased. A flying drone that follows you and shoots enemies. When you jump, a small wave is generated that damages nearby enemies. Das klingt gar nicht mal falsch. Repairs your robot and external armor is improved. External armor is improved, increasing your max HP by 20. Meine ist ein Upgrade, so ist nicht. So, meine große Frage ist, ob es hier irgendwas gibt. Ob es hier irgendwas gibt, was man nicht nehmen sollte. Meine Frage ist gerade hier zum Beispiel die Drohne. Ich gehe davon aus, dass die Drohne als Roboter zählt. Oder wird damit. Oder wir werden damit gemeint. Das ist natürlich auch klar. Oder möglich.
Ich persönlich würde es natürlich schon ganz angenehm finden, wenn man die Möglichkeit hätte, mehr Firepower zu haben. Denn wie wir sehen, unser kleiner Drache hat 12 Schuss oder 12 Schaden, wir haben 10 Schaden. Und alles mehr ist immer hilfreich. Ja, man sieht, das Ding folgt uns scheinbar einfach. Ich denke, das ist gar nicht mal falsch, gerade wenn die ganzen Waifus auf uns zukommen, über die rüber zu springen, da vielleicht nochmal so die Möglichkeit haben, extra Schaden zu machen. Eigentlich gar nicht mal dumm. The rate of primary gunfire is increased. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht später Waffen bekommen, wo es hilfreicher sein könnte. Wo ich dann auch wieder frage, ob alle Waffen sich so regenerieren. The precision penalty when moving is halved. Natürlich auch nicht falsch. Ich nehme es einfach. Ich nehme einfach alles. Meine Frage ist nur, ob man hier schon Power-Ups, Cyan-Icons are passive upgrades with no time limitation. They can be activated or deactivated. Okay, das brauche ich nicht. Alles klar. Ja. Stadtmanagement auch, das ist sinnvoll, weil wir dann doch relativ viel uns bewegen. So, jetzt wollen wir mal testen. Das Schöne ist, dass die beide auf das gleiche schießen. Okay, es scheint, dass beide 12 Schaden machen. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Vor allem, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass wir hier ebenfalls jemanden haben, um den wir uns sorgen müssen. Ansonsten ganz kurz mal C. Well, okay, hier kommt einiges auf. Hier haben wir unsere Power-Ups und das sind einige Reihen, die wir hier bekommen können. Und wichtig ist wirklich hier, are passive upgrades. Secondary weapons or icons offer alternative firepower for a battle. They can be improved in some shops, increasing their damage and max ammo. Okay, nur secondary wird angezeigt. Und dann haben wir hier noch zwei unentdeckte Sachen. Wir haben noch Skill Trees. Huh. Huh, interessant. Da haben wir für den Roboter, für die beiden Nasen, für unsere Alternativform und Nakamura selbst Sachen, die wir noch finden können. Also das ist natürlich interessant, was hier noch kommt. So, wir waren noch nicht oben, also gehen wir mal nach oben. Also ganz kurz gucken. So, ich muss die Nase da runter manövrieren. Oh, das Coole ist, man muss nicht dem Weg als Geist folgen. Und hoch mit uns. Ah, ich hätte die Dinger vermutlich unten zerstören sollen, ey. Aber. Nice, viele verschiedene Upgrades sind immer super. Ich hoffe nur, die Zeilen sind nicht Upgrade Armor 1 to 256 oder so. Mehr zu geben. Das wäre doof. Everything looks quiet. Even so, we must be vigilant. Agreed. Our vigil shall never end. Okay, also wir gehen wieder hin. Joinks. Ah, hätte ich gar nicht so machen müssen, ja. Aui, okay, also Explosionen. Da muss man schon mal so ein bisschen vielleicht mehr aufpassen. Ach so, das ist die Sache, okay. Was haben wir denn hier für einen Raum? Ein Schlüsselraum scheinbar wieder. Houston, I have the green access card. However, it doesn't have the full password on it. Not sure how much of it is missing. Damn, they may have split the password for security reasons. We'll have to find the other card pieces for the full password. Aber der Flowdy Text hat doch gesagt, es fehlen 5 oder sind 5 insgesamt. Ja, hier steht auch dabei 20. Okay, ein Skill Point. Yay, you have obtained a Skill Point. Skill Points can be used to obtain skills in the Skill Tree. Press T to visit the Skill Tree menu. So, you can use your first Skill Point on one of those 15 available skills. Selecting a skill will not unlock other skills. Selected skills are permanent. There are 5 characters. The more selected skills in the column, the more level increasing his or her special ability described below his or her portrait.
five of them. Unter ihrem Porträt? Who knows? Achso, vielleicht das hier einfach Max HP, extra Bullets, alles klar. So. Increases the efficiency of any repair to your hull by 20%. Wir haben bisher außerhalb von Speicherpunkten keine Möglichkeit zu heilen bzw. zu reparieren. Slowly repairs the chances when it's heavily damaged, HP less than 50%. Okay, das klingt schon nach cleverer Idee. Allows you to jump twice, press jump again while in the air. Conversation, after you are destroyed, your death marker will retain 20% of your energy cubes, so you can recover. 15, nicht 50%? Oh, less than 50, oh, okay, less than 50 bei 320, die wir jetzt haben, ja. Natürlich ein bisschen bösartig, ja. So, interessant hier schon zu lesen, dass man 20% seiner Energy Cubes wiederbekommt. Das heißt, also die Sekunde, in der wir den Shop sehen, müssen wir eigentlich konstant dahin rennen und das ausgeben. Denn wir verlieren scheinbar einfach alles. Und das ist das, was ich nämlich in der Vergangenheit gelesen hatte. Das schon ein bisschen bösartig sein kann, was man verlieren kann. Damage taken when rolling on the ground is reduced by 50%. Doesn't stack when with the shield power up. Show the HP of damaged enemies. Of damaged, huh? Crash and burn. Hacker has a 15% chance to speed up robot delivery capsules, causing them to explode on impact. Only works during alarm phases. Robot delivery capsules. Ah, die Dinge also, die wirklich einfach neue Roboter in den Kampf rufen. Hello world. Map includes extra options to show the position and level of alarm, souls, secrets and more information. Secrets ist natürlich nicht falsch. Playing turret defense. Every 4 seconds, Jackard attempts to recall an alarm turret to become Ghost's ally. Only works during alarm phases. Bei dir und dir war bei Dark Souls zu viel Verlust, ja, ne? Speed in Ghost Form is faster. Okay, das ist einfach nur eine angenehme Sache, aber nicht wirklich hilfreich. Ghost can now pick up energy cubes in Ghost Form. Das ist wiederum cool. Ghost short circuits robots. She moves through in Ghost Form for 5 seconds. Okay. Ich meine, die Logik, wenn man gerade sich zurück an diese eine Situation, wo diese 5 oder 6 da unten angereiht waren, wenn man sagt, man fliegt erstmal einmal durch die durch und nimmt dann den letzten über, dann hat man da vielleicht eine Chance zu arbeiten. So, Energy Retention. Energy Cubes now hold their energy longer, increasing their total duration by 5 seconds. Eine große Frage ist, wie schnell geht das Ganze denn da flöten? After an alarm is finished, base repair units are extracted for your use. Oder, ist die Frage, oder und? Ich mache aus und, oder? Oder, I don't know, werden wir gleich mal testen. During alarm phases, significantly increases the amount of augmented enemy robots. Okay. So, die Sache ist, percent find repair kits. Also, wo immer die Möglichkeit, sich heilen zu können. Robot Damage? Also, vermute ich mal von anderen Robotern, die wir dann übernehmen. Hack Speed? In Alarmphasen, vermute ich mal. Also, da ist dann wirklich scheinbar so eine Zeitkomponente dahinter. Mehr Schuss und mehr HP. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich den Double Jump ganz gerne haben möchte, weil wir haben schon den ersten Bereich angetroffen gehabt, wo man hätte schön wieder hochspringen können oder ähnliches. Und allgemein natürlich, weil man Sachen vielleicht besser ausweichen kann. Das wäre ganz clever. So, gucken wir mal. Okay, also wirklich, das wird ausgewählt. Nicht der Bereich. Das heißt, so aus, weil das hier alles am Leuchten war. Und 10% mehr HP. So, was sollte man als nächstes überlegen? Man kann definitiv überlegen, sowas wie Defense Roll, vielleicht auch Hello World als nächstes zu nehmen. Denke da vielleicht hier das ein oder andere Secret finden zu können. Oder zumindest eine Anzeige dafür zu haben. Das wäre schon gar nicht mal unklug. Those knockers are pretty impressive. I know someone who has one at home. He says that some people in his family think it's a normal person. People are stupid by default. Too easy to fool. What do you mean? That those who confuse a fake mind with a human mind have a deep lack of intelligence.
And I suppose you can tell them apart right away. Of course. The Turing test was precisely created to... Jacker, I have something to confess. I am...